Hostelt, eine schöne Nachricht ist es immer, wenn jemand in die Nationalmannschaft berufen wird. Haben Sie mit Roman Neustädter schon Kontakt gehabt? Konnten Sie ihm gratulieren? Ja, ich habe gestern Abend einen Anruf bekommen vom Oliver Bierhoff, der mich darüber unterrichtet hat. Und dann hatte ich die Gelegenheit, Roman das mitzuteilen, dass er nominiert wird. Und es war natürlich schön, dass ich das vermitteln durfte und konnte halt auch. Und habe ihm dann ja auch gesagt, dass der Bundestrainer sich noch bei ihm melden wird. Und hat mich natürlich für ihn gefreut, weil das. Ja, da träumt jedes Kind von, der mal Fußballprofi werden möchte. Dann ist immer das Ziel Nationalmannschaft. Das weiß ich selbst aus eigener Erfahrung. Und ich glaube, dass der Roman sich das erstens verdient hat, weil er nicht nur jetzt hier bei uns schon sehr, sehr gute Leistungen abgeliefert hat, auch das Jahr davor in Gladbach hat er dazu beigetragen, dass sie Vierter geworden sind, weil er konstant gute Leistungen gebracht hat. Er hat viele Spiele gemacht, ich glaube, wenige Spiele eigentlich nicht gemacht. Und bei uns hat er ja auch schon bis auf Pokal eigentlich alle Spiele über die volle Distanz gemacht. Das zeigt seine Qualität, das zeigt, dass er hart arbeitet, dass er sich das auch verdient hat und das freut mich. Und deswegen hatte ich Gelegenheit, in der Tat mit ihm darüber zu sprechen. Christoph Moritz hat ihm den Adelstitel verliehen. Das ist der Radarmensch, weil der alles merkt, selbst was hinter ihm passiert. Ja, ist ja eigentlich schon eine tolle Auszeichnung, wenn seine Mitspieler ihn halt auch seine Qualitäten erkennen und das halt dann auch mitteilen. Das Angenehme an Roman ist halt, dass er das auch noch eigentlich grundsätzlich ihm eher dann ein bisschen peinlich ist und das eigentlich weniger raushängen mag. Er sieht sich als absoluten Teamplayer und versucht immer sein Bestes zu geben im Sinne der Mannschaft. So tritt er auf, im Training, aber auch auf dem Spielfeld und vor allen Dingen aber auch außerhalb. Und es macht eine Menge Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich denke, so geht es seinen Mitspielern genauso. Und wenn seine Mitspieler ihn mit verschiedenen Bezeichnungen adeln, dann zeigt das erstmal, dass sie ihn auch grundsätzlich nicht nur für gut befinden, sondern dass sie ihn auch mögen.